Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei No Man's Sky. Ja, Servusle. Ja, mit Ihnen hier haben wir ja schon einiges gesprochen. Wir haben ja dann da hinten auch noch unseren neuen Wissenschaftler. Aber jetzt sprechen wir mal mit ihm nochmal, weil ich hoffe, dass der mir eine gute Aufgabe noch gibt. Die Dinge laufen gut, mein Freund, aber es wird nicht lange dauern, bis die Gewalt uns hierher folgt. Das ist unausweichlich. Wenn ein paar Mikroprozessoren hätten, könnte ich dem Schicksal zuvorkommen. Ja, ich würde ein Waffenterminal für einen Wykin-Waffenmeister entwerfen. Der Aufseher bittet mich um Mikroprozessoren, damit er ein Waffenterminal entwerfen kann. Der Wissenschaftler sollte bei dieser Aufgabe helfen können. Alles klar? Bedienstete Treri, ich nenne ihn jetzt einfach Terry, war bisher sehr hilfreich und ich habe keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Ich werde ihm die benötigten Mikroprozessoren besorgen. Alles klar. So. Einen Mikroprozessor für den Aufseher bauen. Muss ich jetzt da hinten jetzt noch zu dem oder nicht? Okay, einen Mikroprozessor habe ich. Ich habe keinen Kohlenstoff. Machen wir schnell. Okay, den zweiten haben wir. Kehre zum Aufseher, alles klar. War unser neuer Kovacs-Freund hilfreich? Er ist das erste Mitglied unserer fröhlichen Gruppe. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu machen? Na logisch. Der Aufseher braucht die Mikroprozessoren, um die Pläne für das Waffenterminal fertigzustellen. Bitteschön. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, mein Freund. Ich bin überglücklich. Das ist schön. Dann können wir jetzt das Waffenterminal bauen. Also, stell Folgendes vor, mein Freund. Eine Lebensform missfällt dir. Du bestrafst sie, belohnst sie, formst sie um. Mit der Zeit würde sie alles machen, was du willst. So verhält es sich auch mit den Wächtern und ihren Angriffen. Aber das hat jetzt ein Ende. Jetzt werden wir die Dopteure dressieren. Der Aufseher will, dass ich Wächter eliminiere und ihm Pugnium bringe. Alles klar. Pugnium haben wir ja. Die Wächter haben mich während meiner gesamten Reise belästigt. Dem werden wir ein Ende setzen. So. Den Bauplan haben wir aufgezeichnet. Das heißt, ich kann da hinten den Raum hinmachen. So wie ich es geplant hatte. Waffenspezialistenraum. Was? Warum kann ich den nicht bauen? Bin ich da zu weit oder wie? Silber. Kann gebaut werden. Null. Ach so, habe ich schon einen. Hupsi. Ja klar, da habe ich ja einen. Logic. Okay. Aber Moment, machen wir mal das da schon leer. Wenn ich jetzt da schon hier stehe. Navigationsdaten und... Navigationsdaten, okay. So, Flotte erreichte das Dingssystem, alles klar. Untersuchung beginnt. Aber wir müssen ja mit dir jetzt sprechen. Hast du jetzt, mein Freund, das Fleisch, ihr Pugnium? Der Aufseher scheint etwas aufgeregt zu sein. Er bittet um das gesammelte Pugnium. Bitteschön. Bedienstete Terry gibt mir eine Belohnung, wie ich es mir dachte. Mein Freund, es wäre noch etwas. Ich gab dir die Mittel, ein Waffenterminal zu bauen, ja? Dennoch sehe ich keinen Wykin in Bereitschaft. Bedeutet meine Hilfe so wenig, dass du so zögerst? Du musst einen Waffenmeister rekrutieren, ehe wir fortfahren können. Der Aufseher will, dass ich ein Waffenterminal baue und einen Wykin-Waffenmeister zu meiner Basis rekrutiere. Alles klar. Wunderbar, ich mag unseren Wykin-Freund. Wir werden alle im Einklang leben, glaube ich. Wärmeschutzmodul habe ich bekommen. Dann muss ich mich auch erst einmal drum kümmern, ne? Soll ich jetzt mit dir auch mal sprechen? Ja, ne? So, Forschungsentität. Chiovskoi. Okay. Eine schöne Basisreisende, wie es sich für einen deinen ehrenhaften Stand gehört. Oh, Kovacs wird hier so glücklich sein. Der Kovacs quillt über vor Begeisterung. Weder seine Hülle noch die Wände meiner Basis scheinen sie eindämmen zu können. Willkommen heißen. Ehre. Den Monolithen des Reisenden zu sehen, Ehre. Aber bitte, Kovacs steuert bei. Nimm diese Baupläne, Schmiermittel und Säure. Flüssigkeiten, die sehr wichtig für Kovacs sind. Ja, da hätte ich mich früher mal drum kümmern müssen, ne?
Speisen der Antikörbisknolle und Corvax wird mehr tun, wird Pläne für Mikroprozessoren und fortgeschrittene Raffinerie herstellen. Corvax wird auch Fenster putzen, während du weg bist. Alles klar. Der Corvax will sich unbedingt erkenntlich zeigen. Er überhäuft mich mit Lob und ist überall behilflich. Er sagt mir, dass Reisende verehrt werden sollen und wichtiger als alle anderen sind. Womit habe ich solche Wertschätzung verdient? Der Wissenschaftler benötigt Kürbisknolle und Kobalt, Materialien, die man unter der Erde findet. Mit diesen Substanzen wird er Baupläne für Mikroprozessoren und fortgeschrittene Raffinerien herstellen können. Alles klar? Freude, unser Zuhause wird hell und unsere Fenster werden sauber sein. Alles klar. Ich glaube aber, dass ich ihm das Zeug schon geben kann, oder? Nee, du bist falsch hier. So, zum Wissenschaftler zurückkehren. Ich hoffe, das passt jetzt. Ahoi, Zusammenarbeit, Reisende, das ist der Weg der Corvax. Wissenschaftler ist ganz anders als der etwas beunruhigende Gag, der bereits in meiner Basis ist. Das sieht die Welt mit unkomplizierter Begeisterung. Dieser Enthusiasmus ist ansteckend. Zustimmen. Der Corvax surrt und blinkt mit seinen Lichtern, was nur bedeuten kann, dass er glücklich ist. Besorge Kürbisknolle 30 Mal. Die müsste ich doch haben. Irgendwo. Kürbisknolle. Kürbisknolle. Nee, Steinknolle. Hui. Habe ich keine Kürbisknollen? Ich hätte gedacht, dass ich die habe. Aber habe ich nicht. Okay, dann muss ich die mal beschaffen gehen, ne? Halt, nicht da rein. Geh noch mal ins Dingsbums-Menü. Ja, okay. Da müssen wir Basis, war alles klar. Ja gut, dann einmal rausgeflogen. Da war ja ein Waffenmeister, so viel ich weiß, auf dem Schiff. So. Dann einmal hier hin, bitte. Jetzt hoffe ich mal, dass der auch wirklich da ist. Zumindest war er beim letzten Mal ja hier. Mal schauen, ob ich mich jetzt nicht gerade vertue oder ob ich auf der anderen Seite hin hätte müssen. Ja, okay, die andere Seite, alles klar. Oh, nice Schiff, aber ich glaube, das ist sogar kleiner wie meins. Trotzdem mal mit ihm quatschen. Das will ich mal sehen. Zwei? Ja, ein C. Jo. Passt schon. Jetzt kann man den immer so schön vergleichen wie vorher, finde ich. Halt, nur mal hingucken. Nee, das ist jetzt natürlich jetzt weg, ne? Das ist klar. So, stürmen wir mal rein in die Bude. Da. Das müsstest du sein, wenn ich mich jetzt... Ach nee, das ist der Exo-Fahrzeug-Dingsbums, ne? Ja, Entschuldigung. Ich habe gedacht, du bist der Waffentypi. Bist du denn der Waffentypi? Was finde ich? Erbärmlicher Krieger? Nein. Die Bombe braucht Treibstoff für die Zündung und wahrscheinlich das Fach aufsprengen würde. Ungeduldig versucht der Krieger zu erklären, was als nächstes passieren sollte. Befehlen aufzuhören. Das Schloss aus dem Fach wird sauber weggesprengt aus dem Inneren, indem ich ein Multiwerkzeug upgrade. Alles klar. Minenlaser, Dingsbums. So. Das können wir uns schnappen. Das ist nur ein Verkaufsterminal. Cadmium habe ich noch nicht eingesammelt. Also gut, dann haben wir hier
ja, Ausbaubasis. Wir müssen halt den Waffenmeister jetzt finden, ne? Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier vielleicht einen finde. Wie schaut's mit dir aus? Nein? Dann einmal Hilfe beim Dialekt, bitte. Wächter. So, was bist du? Auch eine Wache? Ah, dein Gagdiener hat mir gesagt, dass du kommen würdest, Eindringling. Es ist die Ehre, jemanden zu treffen, dessen Blutlust selbst die meine übersteigt. Gemeinsam werden wir für den Ruhm von Hirk und unsere Vorfahren töten. Eine große Wächterjagd beginnt. Komm, lass uns das nötige Gragra inhalieren. Der Wüken ist alt, weder seine Haut noch sein Aussehen deuten darauf hin, diese Wesen sind mir zu fremd, zu ungewöhnlich, dass ich anhand dessen urteilen könnte. Nein, es ist vielmehr sein Verhalten, die Art, wie er spricht. Er macht keine großen Gesten. Wenn er mich anlächelt und mir sagt, es sei eine Ehre, mich zu treffen, dann glaube ich ihm. Wache Urping verspricht in meine Welt zu reisen, um mein neues Waffenterminal zu benutzen. Alles klar. Gra, ich werde mich an der Bluternte erfreuen, aber sag mir, muss ich für meine Anreise selbst bezahlen? Ja. Musst du. Sei froh, dass du bei mir arbeiten darfst. So, dann haben wir das. Das heißt, wir können einmal zurückjumpen. Da brauche ich nicht fliegen. Ich weiß nicht, warum ich da das letzte Mal geflogen bin, weil ich kann ja einfach hier, zack, ne? Vor allem, das geht halt, wenn es innerhalb vom gleichen System ist, ratzfatz. Also, das geht wirklich. So, der Kelly sollte jetzt auch dastehen. Jawohl, so kürze ich das. Dann einmal zum Aufseher. Servusler. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich hier Lampen hingestellt habe. Langsam kommt alles zusammen. Wir sind jetzt bereit, einen Gag-Farmer aufzunehmen. Ich habe auch schon den Vertrag aufgesetzt. Jetzt musst du nur noch das nötige Solanium für die Fertigstellung seiner Werkstatt sammeln. Bediensteter Terry erlangt mehr Selbstvertrauen und möchte mein Zuhause erweitern. Ich kann schwer widersprechen, da ein Farmer völlig neue Möglichkeiten eröffnen würde. Der Aufseher benötigt zur Fertigstellung der Landwirtschaftsterminals Pläne Solanium. Solanium ist auf heißen Planeten zu finden und erfordert, bei der Ernte Gefahrgutschutz Handschuhe zu tragen. Jawohl. Es ist nicht einfach, in freier Natur Solanium ranzukommen, was wiederum den Wert eines Farmers verdeutlicht. So. Solanium einsammeln müsste ich eigentlich haben. Wenn ich zugreifen kann direkt auf das... Okay, kann ich nicht. Also 45 Solanium brauchen wir. Das Solanium sollte ich aber auf jeden Fall haben, oder nicht? Ich dachte, ich hätte Solanium. Ach, warte mal, das habe ich, glaube ich, gar nicht da drin. Sondern das habe ich hier irgendwo. Da, Solanium. Nehmen wir jetzt halt mal alles raus, ist ja egal. Jawohl, Solanium einsammeln und kehre zum Aufseher zurück. Ja. Ich freue mich, das zu sehen, mein Freund. Wügentechnologie, hoffentlich Solanium für die Fertigsteller. Farmer, alles klar, Solanium geben. Ah, das Farmen. Wir endlich frei von den Wächtern werden die Erde ausbeuten und uns im Handeln üben. Neues Gebäudeteilgeland, Landwirtschaftsterminal, eine auf die Bedürfnisse von Farmen zugeschnittene Forschungsstation, ausgerüstet für die Analyse und Kultivierung anbaubarer Nutzpflanzen. Sobald du unseren Farmer rekrutiert hast, wirst du bestimmt ungehindert handeln, um von unserem prächtigen Ernte zu profitieren, ohne hin und her gezerrt zu werden. Keine Angst, mein Freund, ich werde dafür sorgen. Ich benötige lediglich ein paar Schaltplatten für die Fertigstellung der Pläne unseres eigenen Handelsterminals. Der Aufseher benötigt Schaltplatten für die Erstellung eines Bauplans für ihr galaktischen Handelsterminal. Alles klar. Akzeptieren. Das Ding haben wir ja schon dastehen. Mir scheint der Eifer des Handels zu fehlen, der dem Gag innewohnt. Trotzdem wäre es praktisch, von meinem Zuhause aus auf den galaktischen Markt zugreifen zu können. Ja, machen wir halt erst einmal da hinten das, ne? Eine Schaltplatte besorgen. So, wir haben ja zwei, ne? Wir haben einmal diesen Raum hier und wir haben einmal diesen Raum hier. Und genau hier dazwischen würde ich gerne den Farmer reinpacken. So, von daher Landwirtschaftsspezialistenraum. Genau, du sollst bitte hier sein.
Oder nee, warte mal, dich mache ich hier in die Mitte, dann haben wir den Ding hier noch frei. Boah, ich würde das gerne andersrum drehen. Ich würde das gerne... Ist egal. Dann haben wir das jetzt. Das passt. Kann ich da auch was farmen? Nee, da kann ich nichts farmen, ne? Na okay. Jetzt haben wir es jedenfalls. Besorge Schaltplatte eine. Eine Schaltplatte, warte mal, die kann ich doch auch selber herstellen, oder nicht? Da, Schaltplatte. Ein Hitzekondensator und eine Polyfaser. So. Hitze. Und die Polyfaser war genau daneben. Und da brauche ich noch Kaktusfleisch. Da habe ich keins, ne? Oder? Ich dachte, ich hätte Kaktusfleisch. Pilzschimmel. Okay, also Kaktusfleisch hätte ich definitiv hier reingetan. Ah, habe ich nicht. So, warte mal, das ist mir gerade aufgefallen. So. Okay. Kaktusfleisch. Jetzt überlege ich gerade, wo wir das haben. Bei irgendeiner Basis waren ganz viele Kakteen davor. Jetzt könnte ich höchstens einmal ganz kurz beim Handelsterminal schauen, ob ich es zufälligerweise kaufen kann. Aber ich glaube es nicht. Nee, Pugnium Uran. Schade. Schade, schade. Wir müssen, weil ich kann ohne ihn dann nicht den Teleportraum bauen. Weil das wäre noch das, was mir als nächstes dann fehlen würde. Dass ich von hier aus direkt mit den Portalen dorthin reisen kann. So, aber ist egal. Dann fliegen wir jetzt eben mal dahin und reisen dann von dort aus mal zu unseren Basen. Da muss ich sowieso jetzt mal abbauen. Oder einsammeln, wie auch immer. Dann gehen wir die halt mal durch. Muss ja auch passieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle schon wirklich voll sind, aber mal gucken. Nee, da habe ich schon geschaut. Warte, du bist eh auf der falschen Seite. Wieder mal. Das sind eh keine Gag. Eigentlich sollte ich, wenn ich hier reinschaue, das sehen. So, meine Basen. Die Mainbase ist ein paradiesischer Planet. Da könnten Kakteen sein. Da sind auf jeden Fall Kakteen. Aber gut, komm. Wie wir es gesagt haben, wir machen jetzt eine Basis nach der anderen mal durch und ich sammle das Zeug noch ein, was da ist. Das sollte relativ schnell gehen. Ich möchte jetzt auch nicht großartig irgendwas bauen. Vielleicht nur bei der letzten Basis, dass wir da nochmal kurz Container bauen, wegen dem Cadmium. Ich hoffe sowieso, dass das reicht für den Antrieb. Dass wir dann nämlich in das grüne System können, um dann da das Emeryll abzubauen. Das wäre nice. Na, hat mich wieder unten drunter geschoben. So. 19.250 ist noch nicht ganz fertig. Okay, das macht aber nichts.
Ich packe das jetzt mal ins Raumschiff. Und hier haben wir keine Kakteen. Nee, das ist alles Gras. Und da auch. Ja, okay. Dann weiter. Wir haben hier das, was wir wollen. Main Kobalt. Da wäre es möglich. Ich glaube, da wäre es sogar möglich, dass wir da schon Kakteen finden. Das wäre nice. Weil ich muss ja bloß die Kakteen abbauen. Das macht ja nichts. Mal schauen, wie viel Zeug wir da drin haben. Weil beim Kupfer, das sind halt dann doch 48 Stunden sowas, was es braucht, dass die Container voll sind. So, genau da habe ich noch was hergestellt. Okay, die Pflanze ist jetzt für immer weg, weil hier wollte ich nämlich ein Handelsterminal herbauen. Das wird aber wahrscheinlich nicht gehen, weil mir die Mikroprozessoren fehlen. Ja, drei Mikroprozessoren fehlen mir. Sprich, ich muss... nein. Dreimal die hier herstellen. Dann kann ich die drei Mikroprozessoren herstellen. Und dann können wir nämlich hier den Handelsterminal hermachen. Wunderbar, weil hier hatte ich nämlich noch keinen. Schau mal, was du verkaufen kannst. Vielleicht ist ja da, jawohl, Skelettfragment für 112.000, das ist schon mal cool. Was haben wir noch? Da, uralte Knochen für knapp 400.000. Und nichts mehr. Okay, gut. Halt. Was kann ich bei dir kaufen? Kugelnavigation, Metallplatten. Nehmen wir auch immer gleich mit. Chlor, Pugnium. Okay, alles klar. So. Da fehlt es auch noch, aber das macht nichts. 19.000 Kobalt ist auf jeden Fall schon mal nice. Die brauchen 30 Stunden. Wie ist es beim Gas? Sauerstoff 9.000. Wunderbar. Braucht 41 Stunden. Haben wir schon ganz gut ausgebaut hier. Halt. Du wolltest gucken wegen... Nein. Das hier hat nichts mit Kakteen zu tun. Da vorne ist Sonnenrebe. Da hätten wir Solanium, ne? Könnte ich doch eigentlich mal ab... Na, ist mir jetzt zu weit. Ist mir jetzt definitiv zu weit. So, wir gehen nach Schwefelin. Ah, ich sehe schon, das wird heute auf jeden Fall auch wieder... über eine halbe Stunde, weil bis wir erst einmal die ganzen Dinge hier weg haben. Je nachdem halt immer, wie ich Zeit habe. Und aktuell habe ich totalen Bock auf das Spiel. Deswegen sieht man ja, wann ich das die Aufnahme gemacht habe. Also ich produziere echt schon weit vor. Weil es mich gerade halt wieder so fesselt. Aber das tut das Spiel immer. So. Da sollten wir nicht durchfallen können. So, Phosphor. Wie viel haben wir denn? 9.500. Das war voll 20 Stunden. Und beim Schwefelin ist auch voll. Jawohl. Wunderbar. Nee. Das sind halt auch so viel Sonnenreben, ne? Boah.
Also wenn ich das ganze Solanium mal sammle. Gut, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Das Einzige, was ich jetzt sammeln möchte, das ist die Kakteen. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt sammeln will. Und dann sollten wir schauen, dass wir einen Pflanzenspezialisten herbekommen bei den Gek. So, die Sprünge sind natürlich immer etwas zeitaufwendig. Aber gut, ist halt so. Und beim nächsten Sprung gönne ich mir wieder meinen Kaffee. So. Komm, mach zu, das Ding. So, wir haben 6500 Radon. Es braucht halt nur 13 Stunden. Also hier muss ich auf jeden Fall noch Container herstellen. Dioxid. Und das sind halt nur 11 Stunden, weißt du? Hm. Aber hier haben wir auf jeden Fall keine Kakteen. So viel ist klar. Können wir also weiter. Nächstes. Und da glaube ich, könnte es sein mit Kakteen. Ja, so wie es ausschaut hier, ne? Schauen wir mal. Das ist der Jagdplanet. Oh nee, da wird es dann auch wahrscheinlich keine geben. Jawohl. Und wir sind wieder unten. Ich würde aber gerne oben sein. So. Und ich habe hier noch zu wenig Lichter. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Das machen wir wenigstens. Dass wir hier mal ein paar Lampen installieren, weil das ist echt. Da. Machen wir mal eine hier hin. Wir machen welche an die Wände. Können wir noch eine hinmachen. Und dann können wir vielleicht hier oben noch eine hinmachen. Dass wir es auch wirklich ein bisschen heller haben hier. Ist doch das Ganze schon mal wesentlich schöner. Gut, was haben wir hier? Schwefelin haben wir. Ist auch schon abgelaufen, die Zeit. Na gut, es sind auch nur 17 Stunden, ne? Silber. Okay, ist auch voll. 13.500. Und es sind 19 Stunden. Also da muss ich auf jeden Fall noch mehr Dinger hinmachen. Noch Container. Halt! Wir sind fast wieder weggesprungen, ne? Okay. Habe ich mich auch getäuscht. Nix mit. Naja, gut. Wenn ich später an Bord habe, die Knollen oder diese, warte mal, wir springen jetzt mal erst zu Silber und dann zum Pyrit. Weil das ist im gleichen System, das sollte der Sprung nicht zu lang dauern. Hoffe ich zumindest, dass er nicht so lange dauert wie jetzt gerade der letzte. Ja, okay. Unabhängig davon. Ein bisschen schneller war es okay. So. Bäume, Bäume, Bäume. Nochmal Silber, 15.700, jawohl. Es läuft. So, ansonsten habe ich hier nichts. Dann gehen wir jetzt nach der 5.
Alleine die Springerei frisst so viel Zeit. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man so jeden fünften, sechsten Part mal einfach die Container leeren. Dann ist es schon gut. Also mein Ziel ist es, bei jeder Basis die Container so aufzustellen, dass mindestens 48 Stunden gesammelt werden kann. Dass quasi die Zeit nicht verloren ist. Und wenn ich merke, dass das auch nicht reicht, dann würde ich halt dann quasi nochmal welche hinstellen, so dass es dann halt für 72 Stunden oder sowas reicht. So, hier haben wir nur den einen. Pyrit. Ist aber auch schon wieder am Ende. 12 Stunden. Und hier haben wir die Kakteen, jawohl. Ups. So, Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Sauerstoff, Kohlenstoff. Aber kein Kaktusfleisch, ne? Okay. Dann warte mal, wo hätten wir denn zum Beispiel Kakteen vorkommen? Pyrit, da hinten. 600 Meter. 200 Meter, noch besser. Pyrit. Da haben wir auch nochmal. Jawohl, dann gehen wir erst dahin. Lassen Sie. Jawohl, komm. Wir brauchen ja im Grunde nicht viel. Kaktusfleisch. 100, 200. Da sind nochmal welche. Jawohl, wunderbar, das reicht doch schon. Da muss ich mir noch unbedingt eine Treppe herbauen, weil ich komme über die Kante nicht, seltsamerweise. Warte mal, das machen wir jetzt mal schnell. Nee, nicht Holz. Hier Steinrampe. Geh mal in die Oberansicht. Ich habe echt kein... Okay, vergiss es, dann mache ich das jetzt nicht. So, Sekunde. Wir gehen auf... Wo bist du? Achso, wir wollten ja die Schaltplatte, ne, besorgen, klar. Und Kürbisknolle muss ich auch noch sammeln. Okay, da habe ich jetzt natürlich nicht mehr dran gedacht. Super. Die Schaltplatte müssten wir jetzt halt bauen können, weil wir brauchen ja nur einen einzigen von diesen Polystoffen, ne? Was, besorge Schaltplatte eine? Ja, die will ich ja jetzt machen. So. Zack. Warte mal, das da kannst du da mal noch aufmachen. Das war noch die Wasserstoff. Gut. Aber wir hüpfen jetzt natürlich noch zu den anderen Basen, ne? Das ist auch klar. So, wir waren bei der 6. Dann einmal zur 7. Okay, da ist mein Gehör schon schneller da wie ich selbst. So, 11.500 Radon. Das ist 50% gerade mal. Also hier läuft es auf jeden Fall schon mal korrekt. Ne? So circa 48 Stunden sind es halt hier 49 optimal. Hier ist nur Radon, ne? Oder? Hier ist nur Radon. Okay. Weiter geht's. Jetzt müssen wir... Oh, beide eigentlich.
Gehen wir erst einmal dahin. Und wenn wir die letzte Basis dann haben, da werden wir dann das Cadmium noch holen, dann hoffe ich mal, dass wir den Antrieb herstellen können. Und dann wäre es nämlich echt ganz gut, wenn wir in dieses grüne System reisen. So. Jawohl, verrostetes Metall. Juhu. Wir sind schon bei 100%, ist klar. 10 Stunden braucht es ja nur. Ich habe hier meine Raffinerie, dann würde ich sagen, tue ich hier mal das Metall rein. Ja, 4095, es stellt halt leider nicht so viel her, ne? Warte mal, dann tun wir nur die Hälfte rein davon. Das da, minus 10 und dann nochmal zack, die Hälfte. Dann sind es, na warte mal, das macht ja immer 2 zu 1, ne? Dann machen wir nochmal Hälfte. Und dann sind wir immer noch bei 4095, das passt schon. Dann kannst du durchlaufen. Und wir gehen zur letzten Base. Ikro. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es viel, viel, viel ist, was wir jetzt da bekommen. Zumindest so viel, dass es halt reicht für den Antrieb, ne? Das ist klar. Und so schnell sind schon fast wieder 40 Minuten durch, ne? Yes, sir. So, oh. Ja, mach mal das Ding zu. Es dauert immer ewig manchmal. So, dich setze ich hier oben in die Mitte. Ungefähr. So. Jawohl, 1750 Cadmium. Cool. Ja, wie gesagt, es sind halt nur 4 Stunden, ne, hier. Wir könnten, da ich ja jetzt halt einiges habe, warte mal, wir schauen mal ganz kurz hier in das Terminal. Das brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr kaufen, ne? Obwohl, Metallplatten nehmen wir auch. Kobalt, Ruthenium. Okay, keine Schmuggelware mehr. Anscheinend ist das bei dem Terminal von der Piraten-Dingsbums nur ein einziges Mal drin. Okay, ist halt einfach so. So, einmal auf Y, einmal bitte auf die Container, einmal auf B. 4 Stück können wir bauen. So, dann stelle ich dich jetzt erst einmal dahin. Ungefähr. So, und das eine noch. Warte mal, das musst du irgendwie so, dass du es siehst. Ja, komm. Ich setze es halt einfach hin. Ist doch egal. So, dann gehen wir einmal von hier nach da. Dann gehen einmal von hier nach dort. Und dort hinten gehen wir ein bisschen höher. Gehen wir da hinten rum. So, und dann ist jedes auf jeden Fall bedient von diesen Dingen. Und wir können jetzt insgesamt sammeln 6200 in 12 Stunden. Das ist gut. So, gehen wir mal kurz aufs Raumschiff.
Weil wir können jetzt... 4 mal Kabelbaum brauchen wir noch. Schade. Dann würde ich sagen, hüpfen wir einmal zurück. Weil Kabelbäume müsste ich eigentlich auf dem Frachter haben. Jawohl, so. Schauen wir nochmal rein. Raumschiff. Jawohl, Emeril-Antrieb. Und schon haben wir ihn. Supi. So, und das nächste, was jetzt natürlich fehlt, ist dann der Indium. Dafür brauchen wir das Emeril. Und Notfall-Warp-Einheit, ja, komm, die können wir auch bauen. Die können wir auf jeden Fall lassen. Was können wir noch bauen? Hier können wir noch den... Das Stadt-Landes-System können wir noch bauen. Okay, uns fehlen 2 magnetische und 4 Antimaterie. Alles klar. Vier Antimaterie und 2 magnetische. Ist nur die Frage, ob ich das alles habe, um das zu bauen. Oh, kann ich die noch gar nicht bauen? Doch, da, freilich. Bleib halt drin. So. Dann haben wir das noch drin. Den Raketenwerfer packe ich jetzt mal dahin. Wir können Konflikt oder Wirtschaftsscanner. Brauchen wir Mikroprozessoren, da brauchen wir Kampfläufer gehören. Okay, dann lasse ich das mal. Und hier können wir... Jawohl, den können wir machen. Den Instabilitätsantrieb. Mit mehr Treibstoffeffizienz. Ja, dann fehlt nicht mehr viel, ne? Die Dinge muss ich auf jeden Fall noch ausbauen. Und dann werde ich mich mal drum kümmern, mit Modulen, dass wir das alles ein bisschen füllen können. So, warte mal. Was fehlt mir hierfür? Ich habe Antimateriegehäuse, das heißt, ich kann einmal die herstellen, dann einmal das herstellen. Können wir gleich wieder aufladen. Perfekt. So. Gehen wir mal noch zum... Naja, obwohl, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Leute, ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.